Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du hier bist. Kannst du dich kurz in einigen Sätzen vorstellen? Ja, hallo, also ich freue mich, dass ich heute zu dieser Vorlesung beitragen kann. Mein Name ist Thomas Ganzland. Ich bin von der Ausbildung her Mediziner, aber jetzt seit über 20 Jahren in der Medizininformatik tätig, wo ich auch promoviert und habilitiert habe, eben mit dem Schwerpunkt Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten, insbesondere eben die Interoperabilität. Bin jetzt seit 2018 auf der Professur für medizinische Informatik hier an der Universitätsmedizin Mannheim, der Universität Heidelberg, und baue dort im Rahmen des Miracom-Projektes eben das Datenintegrationszentrum auf und beschäftige mich eben mit einem ganzen Pulk an Themen, die eben neben dieser Infrastruktur, die dadurch entsteht, eben möglich werden, wie eben der Datenqualität, der Datenprovenance, aber auch innovativen Versorgungsformen, die wir eben auf diesen datengetriebenen Plattformen dann umsetzen können. Das hört sich ja ganz interessant an und eigentlich ist es ja eher ein exotisches Berufsbild, weil eigentlich hast du ja Arzt gelernt. Was hat dich denn bewogen, in die sekundäre Nutzung von Routinedaten zu gehen? Ja, es ist tatsächlich so, dass wir viel zu wenig Ärztinnen und Ärzte aktuell in der Medizininformatik haben. Das ist in anderen Ländern wesentlich besser aufgestellt, beispielsweise in den USA, wo auch die Ausbildungsmöglichkeiten in der Richtung tatsächlich schon wesentlich länger etabliert sind. Aber daran arbeiten wir ja zurzeit auch mit Vorlesungen wie diesen. Mein ganz persönlicher Grund war, dass ich glaube, eben mit meinen Qualifikationen und den Möglichkeiten, die wir momentan tatsächlich haben, mehr für die Patientenversorgung, aber auch für die Steigerung eben des Wissensstandes, eben durch diese bessere Verwertung und Verwendung der Daten und die Translation erreichen zu können, als wenn ich eben einzelne Patienten behandeln würde. Die IT-Systeme in der Klinik sind sehr komplex und auch sehr abstrakt für die meisten Menschen. Damit wir jetzt in diese faszinierende Welt einsteigen, versuchen wir doch einen konkreten Anhaltspunkt zu nehmen. Denken wir zum Beispiel an den Herr Müller zum Beispiel. Herr Müller hatte einen Herzinfarkt. Und sein Hausarzt hat ihn jetzt nochmal in die Klinik geschickt, einfach um das mal abklären zu lassen. Und jetzt steht Herr Müller auf der Tür. Kannst du uns vielleicht ganz kurz durchführen über den Weg, den Herr Müller in dem Krankenhaus nimmt? Also es gibt tatsächlich eine Vielzahl von IT-Systemen in Krankenhäusern, aber zum Glück lassen die sich auf einige wenige Kategorien eingrenzen, die wir dann gleich auch entlang des Krankenhausaufenthaltes von unserem Herrn Müller dann eben auch kennenlernen werden. Und so ein Krankenhausaufenthalt folgt eben einer typischen Struktur, die eben von der stationären Aufnahme über eine diagnostische Phase, dann über die Therapie, dann schließlich zur Entlassung führt, eben mit dem Ziel, den Patienten idealerweise eben geheilt oder verbessert zu entlassen oder weiter verlegen zu können. Und wenn der Patient dann eben in der stationären Aufnahme erscheint, ist der erste Schritt eben tatsächlich erstmal einen elektronischen Footprint dieses Patienten im Haus anzulegen, indem wir eben die Stammdaten des Patienten aufnehmen. Das sind Daten, die typischerweise heutzutage eben aus der elektronischen Gesundheitskarte kommen, aber auch natürlich manuell eingegeben werden können. Auch noch einige weitere begleitende Daten, eben beispielsweise zu den Wahlleistungen der Patienten, auch zu bestimmten Einwilligungen, was eben das Entlassmanagement zum Beispiel angeht. Und all das wird eben vom Aufnahmepersonal in der stationären Aufnahme in das PDV-System reindokumentiert, in die sogenannte Patientendatenverwaltung. Und das ist, weil es eben ein abrechnungsbezogenes System ist, tatsächlich eins der ersten Systemarten, die eben in den Krankenhäusern elektronisch umgesetzt worden sind. Okay, wunderbar. Also Herr Müller hat dann seine ganzen Verträge unterschrieben und sitzt jetzt draußen und wird jetzt von jemand abgeholt und auf Station gebracht. Wie geht's weiter? Genau, also auf der Station finden dann typischerweise eben die Aufnahmegespräche statt. Das können einerseits eben pflegerische Aufnahmegespräche sein, es können aber auch ärztliche Aufnahmegespräche sein, bei denen eben beispielsweise dann auch die Aufnahme oder auch Verdachts- und Behandlungsdiagnosen eben dann erfasst werden. Auch die kommen dann zunächst mal in die PDV noch hinein, weil sie eben abrechnungsrelevant sind, auch an die Krankenkassen zum Teil eben zeitnah kommuniziert werden müssen. Aber es kommt an der Stelle eben dann auch schon ein weiteres System ins Spiel, eben das klinische Arbeitsplatzsystem oder KAS.
wo eben dann die detaillierteren klinischen Daten eingegeben werden können. Das können eben beispielsweise Angaben aus der Pflegeanamnese sein, eben beispielsweise zum Pflegebedarf, zu Medikamenten, die die Patienten eben aus ihrem ambulanten Behandlungsverlauf eben hernehmen müssen, die dann umgestellt werden müssen auf die Klinik. Es können aber auch Untersuchungsbefunde sein, die eben aus dem Anamnesegespräch der körperlichen Untersuchung des Patienten anfallen. Der Arzt schaut sich dann den Patienten an und wahrscheinlich braucht er noch zusätzliche diagnostische Instrumente. Wie läuft das ab im IT-System? Genau, also typischerweise ist es ja so, dass die Patienten eben jetzt nicht nur für die Therapie in die Klinik aufgenommen werden, sondern weil eben dort auch weitere Diagnostik durchgeführt werden kann. Das können zum einen eben Laboruntersuchungen sein oder auch Bildgebungsverfahren oder auch interventionelle Verfahren, die eben an der Stelle eben nur in der Klinik durchgeführt werden können. Und für diese Untersuchungen müssen natürlich Anforderungen erstellt werden. Und da kommen wir eben hier im diagnostischen Bereich dann eben schon zu weiteren Systemen, also beispielsweise kommt jetzt hier das Laborinformationssystem ins Spiel, in dem eben Laboruntersuchungen angefordert werden können und in dem diese Laboruntersuchungen dann anschließend auch als Befunde wieder auftauchen und dann an die klinischen Anwenderinnen und Anwender eben aus der Pflege und aus dem ärztlichen Bereich eben zur Verfügung gestellt werden können. Und da gibt es unterschiedliche Konzepte, wie das umgesetzt wird. In manchen Häusern werden die Anforderungen direkt im Laborinformationssystem getätigt. In vielen Häusern ist es aber mittlerweile so, dass eben die klinischen Anwender ganz vorrangig eben mit dem klinischen Arbeitsplatzsystem arbeiten und die Anforderungen eben dort erstellen. Die Anforderungen eben von dort an das Laborinformationssystem eben weitergegeben werden muss. Und dafür brauchen wir ein weiteres System, das hier auf der Folie auch aufgeführt ist. Das ist der Kommunikationsserver. Das heißt, an dieser Stelle kann ich eben beispielsweise die Stammdaten aus der PDV ans CAS weiter kommunizieren oder ich kann auch eine Anforderung für eine Laboruntersuchung, die im CAS erstellt worden ist, über den Kommunikationsserver dann an das Laborinformationssystem weiter kommunizieren und dann anschließend, sofern dann eben Befunde erstellt worden sind, auch diese Befunde ans CAS eben weiter kommunizieren, sodass sie dort dann von den Anforderern auch eingesehen werden können oder auch eine entsprechende Benachrichtigung dann erfolgen kann. Wie ist es mit bildgebender Diagnostik? Also auch die spielt natürlich im Krankenhaus eine primäre Rolle, eben die radiologische Diagnostik oder auch Ultraschalldiagnostik. Auch dafür gibt es Anforderungen, die geschrieben werden können für die Radiologie. Genau, dafür haben wir dann eben auch entsprechende Systeme. Das ist zum einen eben das RIS, das Radiologie-Informationssystem, eben, wo eben die Anforderungen für solche Diagnostik dann eben dokumentiert werden können. Das ist zum anderen aber auch das PACS-System, das Picture Archiving and Communication System, in das dann entsprechend die Bilddaten der Patienten mit entsprechenden begleitenden Metadaten eben eingelegt werden können. Und all das führt dann am Ende eben zu einer erneuten Diagnosestellung und auch Dokumentation von Diagnosen, die dann eben wieder in die Ist diese ganze Diagnostik erfolgt? Und was passiert jetzt nach der Diagnose? Also wie geht es weiter für unseren armen Herrn Müller? Genau, also idealerweise haben wir eben nach der ganzen Diagnostik tatsächliche Diagnose dann stellen können. Eben in diesem Fall wäre das bei Herrn Müller vermutlich die Diagnose eben einer schweren koronaren Herzerkrankung, die in diesem Fall tatsächlich eben auch so schwer ist, dass sie nicht interventionell beispielsweise eben durch Anlage eines Stents geheilt werden kann, sondern für die eben tatsächlich eine Operation, in diesem Fall eben eine Bypass-Operation eben durchgeführt werden soll. Und die nächsten Schritte dann, um die Therapie vorzubereiten, ist, dass wir eine OP-Planung vornehmen. Dafür gibt es ein eigenes System, das ist die OP-Dokumentation, die eben sowohl als Abteilungssystem als auch teilweise eben als Modul eines klinischen Arbeitsplatzsystems tatsächlich umgesetzt sein kann. Angaben, die in dieser Planungsphase dann typischerweise erfasst werden, sind eben die Art des geplanten Eingriffs, die Dauer des geplanten Eingriffs, vielleicht auch besondere Anforderungen eben an den OP-Saal oder die zu beteiligenden Fachabteilungen, eben beispielsweise bei Herzeingriffen eben die Beteiligung der Kardiotechnik. Jetzt ist die OP geplant, die OP ist auch angesetzt, jetzt kommt der große Tag für Herrn Müller. Was passiert jetzt datentechnisch?
Genau, es ist so, dass während der Operation, aber auch danach eben eine Reihe von Dingen dokumentiert werden müssen. Das sind zum einen eben die Zeitpunkte, beispielsweise Schnitt-Nahtzeiten, aber auch das beteiligte Personal oder Implantate, die eben eingesetzt worden sind. All das sind eben strukturierte Daten, die in die OP-Dokumentation eingehen. Daneben gibt es aber typischerweise auch noch einen Freitextbericht zur Operation, der eben entweder direkt eingegeben wird oder diktiert wird und dann eben entweder manuell oder mit einer entsprechenden Spracherkennung eben transkribiert wird. Die OP war sehr schwer. Wahrscheinlich muss der arme Herr Müller dann auch auf die Intensivstation. Das Besondere an der Intensivstation ist ja eigentlich, dass man sehr viele Maschinen hat, sehr viele digitale Daten werden erfasst. Das wird doch sicher wahrscheinlich auch sehr viele Daten liefern, nehme ich jetzt einfach mal an. Genau, also bei längeren oder auch invasiveren Operationen ist es eben nicht unüblich, dass Patienten noch nachbeatmet oder zumindest nachbeobachtet werden müssen und dafür eben ein intensiveres Monitoring brauchen. Und genau das zeichnet eben die Intensivstationen aus, dass eben dort eine Vielzahl von engmaschigen Vitalparameterdaten überwacht werden müssen, auch dokumentiert werden müssen, andererseits aber auch häufig eben eine sehr umfangreiche medikamentöse Therapie eben stattfindet, die häufig eben kontinuierlich über Perfusoren durchgeführt wird. Und um all das zu dokumentieren, sind gerade auf den Intensivstationen eben schon sehr früh Systeme eingeführt worden, die eben eine vollständig papierlose Dokumentation ermöglichen, auch lange bevor das eben auf den Normalstationen mit entsprechend breit ausgerollten KAS-Systemen eben möglich gewesen ist. Diese Systeme tragen den eben leider nicht sehr naheliegenden Namen PDMS, also Patientendatenmanagementsystem, nicht zu verwechseln eben mit der PDV, Patientendatenverwaltungssystem. Das ist leider, hat sich das traditionell so ergeben, dass diese Systeme halt eben so eng beieinander benamst worden sind. Das PDMS-System nimmt jedenfalls diese ganzen Vital-Monitoring-Daten eben auf, bietet auch entsprechende Möglichkeiten, auch Daten auch aus den interventionellen therapeutischen Systemen, eben beispielsweise den Perfusorenpumpen halt abzuleiten und in so einer vollständig elektronischen digitalen Patientenakte eben die tatsächlich dann eben den gesamten Dokumentationsbedarf einer solchen Intensivstation abdeckt, eben darzustellen. Jetzt geht es unserem Herrn Müller wieder besser. Er kann verlegt werden auf die Normalstation. Was sind so Daten, die in der Normalstation auch erfasst werden? Ja, also das, was jetzt hier auf der Normalstation erfasst wird, deckt sich dann eigentlich weitestgehend mit dem, was wir eben vorher auch in der diagnostischen Phase hatten. Also das heißt, dort haben wir dann eben eine Visitendokumentation oder auch Anpassungen eben der Medikationsdokumentation, wobei in Deutschland in vielen Häusern eben die Medikationen, auch die Visitendokumentationen eben leider noch nicht elektronisch, sondern eben weiterhin auf solchen Kardex-Mappen eben dann passiert, auf Papier. Aber das ist etwas, was im Moment im Fluss ist und sicherlich bald ein höherer elektronischer Dokumentationsgrad erreicht werden wird. Okay, wunderbar. Jetzt ist die Behandlung abgeschlossen. Dem Herrn Müller geht es auch wieder so gut, dass er entlassen werden kann. Was passiert jetzt eigentlich noch mit den Daten, so um das Ganze abzuschließen? Genau, ein ganz wesentlicher Punkt im Rahmen der Entlassphase ist natürlich die Vervollständigung der Dokumentation, insbesondere eben im Hinblick auf die Abrechnung, die dann eben auch zeitnah erfolgen sollte, weil ja während des gesamten Behandlungsaufenthalts des Patienten natürlich Kosten entstanden sind und das Krankenhaus hat natürlich das Ziel, eben die Erlöse für diesen Behandlungsfall eben auch so schnell wie möglich zu realisieren. Das heißt, dass in dieser Phase eben dann die Diagnosen eben nochmal überprüft, präzisiert werden, auch die Festlegung der Krankenhaushauptdiagnose eben erfolgt, die dann ganz wesentlichen Einfluss auf die abzurechnende Fallpauschale hat, aber auch Nebendiagnosen natürlich erfasst werden. Daneben gibt es natürlich dann die Entlassbriefe, die eben entweder als Kurzbrief oder als ausführlicher Entlassbrief eben idealerweise noch vor der Entlassung oder eben rasch nach der Entlassung eben erstellt werden. Auch da haben wir vielleicht dann die Möglichkeit, eben Daten aus den ganzen Teilschritten der Dokumentation, sofern sie elektronisch und strukturiert erfolgt sind, eben tatsächlich auch übernehmen zu können, um diesen Schritt eben weniger aufwendig zu gestalten. Und dann am Ende werden diese ganzen Daten eben dann auch in ein Langzeitarchiv übernommen, wo sie eben dann für eine mögliche Sekundärnutzung, aber auch natürlich für spätere Behandlungsaufenthalte oder auch forensische Fragen eben zur Verfügung stehen. Also was ich ja sehr interessant finde, ist, dass es überhaupt so komplex ist. Wir haben zig Systeme, die irgendwelche Daten von Patienten enthalten.
Warum gibt es da nicht so ein einheitliches System? Vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen was über die Geschichte erzählen. Kannst du uns vielleicht was über diese historische Entwicklung dieser vielen IT-Systeme im Krankenhaus erzählen? Und vielleicht erklärt es ja dann auch diese Komplexität, warum wir da so viele Systeme haben. Genau, also das hat natürlich zum einen mit den Anforderungen zu tun, die sich eben schrittweise ergeben haben, aber auch mit der Weiterentwicklung der IT im Krankenhausbereich, die eben auch bestimmte Dinge eben erst über die Zeit später möglich gemacht hat. Und die wichtigste Anforderung jetzt für ein Krankenhaus ist zunächst mal natürlich die Finanzierung sicherzustellen, also das heißt eben Abrechnungen tatsächlich auch durchführen zu können, weswegen eben die PDV, also die Patientendatenverwaltung, eines der ersten Systeme war, das eben als elektronisches System in die Krankenhäuser eingezogen ist. Ein weiteres sehr früh eingeführtes System sind die Aktenverwaltungssysteme gewesen, in denen eben die traditionellen Papierakten der Krankenhäuser einfach nur verwaltet worden sind, also nicht in Bezug auf ihren Inhalt, auch nicht digital, sondern einfach nur, wo ist die Akte, wer hat sie wann ausgeliehen, sozusagen. Im nächsten Schritt sind dann Abteilungssysteme eingeführt worden, um eben innerhalb einzelner, vielleicht auch besonders IT-affiner Abteilungen, wie eben der Radiologie, eben mit RIS und PACS oder auch im Laborbereich eben mit Laborinformationssystemen eben die Abläufe innerhalb dieser Abteilungen effizienter zu gestalten und eben einen schnellen Zugriff und eine effiziente, strukturierte Dokumentation und Qualitätssicherung zu ermöglichen. Und der dann logische nächste Schritt war eben, diese Systeme miteinander zu verbinden, sodass eben ein Radiologieinformationssystem oder ein LIS eben seine Patientenstammdaten nicht unabhängig voneinander führen muss, sondern tatsächlich eben einheitlich aus der zentralen PDV, die eben dafür das Master-System ist, die Daten bekommen kann. Und das kann man natürlich theoretisch über einzelne Schnittstellen zwischen den einzelnen Systemen machen, aber im Krankenhausbereich hat sich dafür eigentlich eher so eine sternförmige Architektur umgesetzt, eben ein zentraler Kommunikationsserver, der diese ganzen Einzelsysteme eben auch mit standardisierten Schnittstellen so miteinander verbindet, dass sie auch unabhängig von den einzelnen Herstellern eben miteinander eben kommunizieren können, Stammdaten bekommen oder auch Auftrags- und Befundkommunikation eben umsetzen können. Und das integriert dann eben auch die klinischen Arbeitsplatzsysteme, die eben dann diese strukturierte Dokumentation auf den Stationen bis hin eben zu einer papierlosen Akte, wie wir sie eben dann auf den Intensivstationen und zunehmend dann tatsächlich auch auf den Normalstationen eben erleben können. Und am Ende dann eben auch die Ausleitung solcher Daten in ein Archivsystem, was klassisch eben noch so PDF-orientiert sein kann, aber es kommen jetzt zunehmend auch sogenannte Vendor-Neutral Archives, also VNA-Systeme, die eben nicht nur PDF-Dokumente, sondern eben alle möglichen Datenformate bis hin eben auch zu strukturierten, international standardisierten Daten eben aufnehmen können. Das sind ja wahnsinnig viele Systeme. Kannst du uns das irgendwie noch ein bisschen einordnen, so die ganz groben Gliederungen vielleicht? Ja, genau. Also es gibt verschiedene Einteilungen, wie man dann so einen Verhau aus verschiedenen IT-Systemen am Krankenhaus dann eben bezeichnen kann. Und wenn man beispielsweise eben die Situation hat, dass es verschiedene Einzelsysteme gibt, wie jetzt eben die PDV, vielleicht auch das CAS, einen RIS und einen LIS, dann spricht man, und plus einen Kommunikationsserver, dann spricht man eben von einem Krankenhauskommunikationssystem. Also ein System, das eben aus Einzelkomponenten besteht, die aber miteinander schon verbunden sind. Wenn wir dann in einem nächsten Schritt aber noch informations- und wissensverarbeitende Funktionen ergänzen, also beispielsweise eben die Möglichkeit, Leitlinien anzuzeigen oder auch Entscheidungsunterstützung eben auch unterzubringen, dann reden wir eben von einem Krankenhausinformationssystem, dem KISS. Das KISS, muss man aufpassen, ist nicht mit dem CAS zu verwechseln, also das klinische Arbeitsplatzsystem ist ja nur ein Einzelsystem, während das KISS eben tatsächlich die Gesamtheit aller Systeme ist, aber auch letztendlich der Abläufe und Personen, die dieses System benutzen, mit denen ich eben Informationen im Krankenhaus eben austauschen kann, letztendlich auch inklusive vielleicht auch der Akten der Patienten, die vielleicht noch in Papierform vorliegen können. Eine weitere Einteilungsform, die wir haben, ist eben dann auch den Strukturierungsgrad der Systeme und auch die sektorale Abdeckung mit einzubeziehen. Zwar ist es so, dass wir von einer automatisierten Krankenakte dann sprechen, wenn wir noch Papierakten haben, die aber elektronisch verwaltet werden, wie ich es eben ja auch schon kurz angesprochen hatte, als eine sehr frühe
Form eben der Aktenverwaltung. Man spricht dann von der computerisierten Krankenakte, wenn diese Akten nicht mehr auf Papier, sondern eingescannt vorliegen im System. Also die Originalakte ist noch auf Papier, aber sie liegt dann am Ende für die Nutzung eingescannt vor. Und wir sprechen erst dann von der elektronischen Krankenakte, wenn tatsächlich auch strukturierte Daten enthalten sind. Wobei die Besonderheit hier, wenn wir von der elektronischen Krankenakte sprechen, ist, dass es typischerweise eine ist, die innerhalb einer einzelnen Einrichtung, also das heißt einer Klinik oder einer Praxis beispielsweise geführt wird. Wenn wir das weiterentwickeln, dann kommen wir zur elektronischen Patientenakte. Die wird dann eben einrichtungs- oder gegebenenfalls auch sektorübergreifend geführt. Also das heißt, dass sie eben in dem Fall jetzt von einem Gesundheitsdienstleister oder von einer Krankenkasse geführt wird, aber eben einrichtungsübergreifend darauf zugegriffen werden kann, eben beispielsweise eben von Krankenhäusern und Arztpraxen gleichzeitig, wie man es eben beispielsweise bei größeren Klinikverbünden eben halt kennt. Und dann als weiteste Ausbauform dann die elektronische Gesundheitsakte oder EGA, die dann typischerweise eben unter der Kontrolle der Patienten steht. Die muss nicht von den Patienten geführt werden, aber die Patienten und Patientinnen haben die Kontrolle darüber, eben was beispielsweise an Zugriffsrechten auf die Akte eben erlaubt wird. Und sie kann dann typischerweise eben nicht mehr nur krankheitsbezogene Behandlungsdaten, sondern auch Gesundheitsdaten, auch aus Lebensphasen enthalten, in denen die Patienten eben nicht krank sind, sondern eben beispielsweise zur Prävention eben Selbstdokumentation vornehmen.